Na dann zusammen, mich hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um einen Mount, was wir zu 100% von einem Rare erhalten können, aber es kann ein bisschen dauern, bis der Rare spawnt. Was für ein Mount ist das? Und zwar hat das einen relativ langen Namen. Er schimpft sich hier Stachelschlundhain Malmer. Und dieses mehr oder minder schicke Mount, ich würde sagen, wir lernen es jetzt gleich mal. Kriegen wir von einem Rare Mob und dieser Rare Mob, der läuft hier oder kann hier in diesem Gebiet spawnen. Hier unten sind wir. Wir sind jetzt hier etwa auf den Koordinaten 29, 54 und hier in diesem Bereich kann der Rare auftauchen. Was müssen wir dafür machen? Und zwar, wir müssen erstmal Mobs töten, dass ein anderer Mob gespawnt wird, der wiederum den Rare Mob triggert. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Und zwar brauchen wir wahnsinnige Wächter. Und die Mobs, die von dem wahnsinnigen Wächter geritten werden. Ihr seht ja, das sind die wahnsinnigen Wächter, die will ich jetzt mal Wegshadow melden. Diese hier müssen wir töten, diese wahnsinnigen Wächter, beziehungsweise die Mobs drauf. Das sind Elite-Mobs, heißt, eventuell macht ihr das mit einer Gruppe. Und wenn ihr die tötet in diesem Bereich, dann habt ihr irgendwann eine Chance, dass ein Mob kommt und dieser Mob nennt sich Mamfi. Und sobald Mamfi erscheint, müsst ihr Mamfi töten. Und wenn ihr Mamfi getötet habt, Mamfi hat so um die 200k Life, das ist jetzt auch nicht wirklich viel, dann erscheint der Rare Mob, und zwar, das ist der hier, Gorm-Zähmer Tizo heißt der, der liegt da, den habe ich gerade eben mit einer Gruppe umgehauen, und der droppt dann das Mount, und zwar jeden, der ihn quasi taggt, also jeder, der einmal draufhaut, kann das Mount kriegen. So, ich bin jetzt gerade hier reingelaufen, habe den Mamfi gesehen, habe den mit umgehauen, Rare kam Mount gelootet, das war eine Sache von 2 Minuten. Ich habe jetzt ein bisschen nachgelesen, anscheinend kann es mehrere Stunden dauern, dass man hier die Mobs tötet. Wie gesagt, hier in dem Bereich unten, mehrere Stunden dauert, bis es spawnt, bis zu, einer meinte, 7 Stunden hat er gefahren, bis es gespawnt ist. Ich hatte anscheinend richtig, richtig Lack. Ich würde euch einfach empfehlen, schaut mal, lauft mal hier vorbei, guckt mal, ob was da ist, ob hier andere Leute auch farmen, farmt eventuell mit oder sucht euch eine Gruppe im Tool. Ich sage nochmal, wie der Mob heißt. Also, wir haben einmal Mamfi, dann müsst ihr die wahnsinnigen Wächter töten und der Mob an sich heißt Gorm-Zähmer Tizo, das ist der, der hier quasi rumliegt. Genau, wir wollen uns aber natürlich auch noch einmal das Mount anschauen. Jetzt muss ich gucken, was ich genau gelernt habe. Stachelschlund. Ah, da haben wir es. Ah, okay, so ein Model-Mount habe ich noch gar nicht. Hat was. Schauen wir uns mal das Mount-Special an. Ah, okay, das Mount-Special ist jetzt nicht so beeindruckend. Oh, ich werde angegriffen. Laufe ich mal davon. Okay, also es ist schon ein ganz schön ekliger Käfer, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber wieder ein Mount mehr. Halbwegs schickes Ding. Mal ein Model, das wir so noch nicht kennen. Und ja, damit sind wir auch schon wieder durch von dem kleinen Mount Guide. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr genauso Glück habt wie ich. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tilla. Bis dann. Ciao.